Hast du denn gestern mitbekommen, dass die Papstwahl sich so lange hingezogen hat, dass die in München fast später angepfiffen haben? Ja. Ja. Habe ich. Aber dann haben sie Druck gemacht auf den Papst. Ja, der musste ja nicht rauskommen. Ja. Ja. Hast du diesen O-Ton von wie heißt er noch? Thomas Müller gehört? Nein. Der gesagt hat, wer sich in der nächsten Runde Barcelona wünscht, ist Masochist. Das hat ja nichts mit Wünschen zu tun, das hat ja was mit, das ist ja das Ziehen, das lose Ziehen, ist ja ein uraltes Handwerk. Ja, wann ist das morgen überhaupt? 1200. Also mittags. Yes. Ja. Da gibt es ja bestimmt Leute, die nicht mehr so lange warten können. Genau. Sollen wir für die mal was machen? Sollen wir mal die Auslosung machen? Sollen wir mal die Auslosung machen? Und ich habe da schon was vorbereitet. Ja. Ich rufe mal ganz kurz drüben an, dass sie das mal. Ja, mach doch mal. Dass sie es mal rüberholen. Ich rufe mal ganz kurz drüben an. Da bin ich mal gespannt. Ah, was bin ich aufgeregt. Auslosung. Hallo. Kannst du mal Tobias und Steffi rüberschicken? Das ist Steffi. Steffi, wir ziehen. Hi. Hi. Gut, Steffi ist schon ganz aufgeregt, man merkt es ein bisschen an. So, die erste Paarung. Der erste Galatasaray Istanbul. Ja. Das ist schon mal klar, dass Galatasaray ein Heimspiel hat. Das erste Spiel. Zu Hause spielt. Okay. Ja? Legen wir mal hier hin. Ah, das bin ich aufgeregt. Ich auch. Hoffentlich keine deutsche Mannschaft. Hoffentlich nicht. So. Dankeschön, Steffi. Spannend. Du machst das ganz gut. Fußballclub Bayern München. Oh. Unser Gehilfe hat hier, wenn du es entdeckst, ein Komma eingebaut zwischen Bayern und München. Komma München. Eingetragener Verein. Ja. Was sagen wir dazu? Bayern hat zuerst ein Auswärtsspiel. Aber schwierig, oder nicht? Barcelona. Klar. Hui. Barcelona auch mit einem Heimspiel. Ich glaube, bis auf Bayern und Istanbul fangen jetzt alle an zu zittern. Da dürfte ich mir. Ja. Lass mal gucken, was jetzt. Also, es könnte auch ein rein spanisches Duell geben. Könnte es. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch mit noch zwei verbliebenen spanischen Mannschaften in unserem Lostopf. Ach, wir haben ganz vergessen. Oh. Ein vorweggenommenes Halbfinale. Juventus, Turin. Ja. Jetzt würde ich gerne die Reaktion sehen. Aber wir wollen mal weitermachen. Wir haben ja noch einen deutschen Teilnehmer auch noch drin. Auf den werden wir mal. Dankeschön, Steffi. Bitte. Malaga, Club de Football. Nur Football. Okay. Malaga noch ein Spiel, das Spiel gedreht in der letzten Runde. Die Paarung gegen Porto. Ja, wir ziehen mal direkt weiter, bei Malaga müssen wir jetzt nicht zu viele Worte verlieren, außer dass die ein Problem haben. Ach ja, findest du? Ja. Oh, jetzt kannst du anfangen, mehr Worte darüber zu verlieren. Und der Gegner ist der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund. Okay. Jo, soll ich sagen? Da hat wirklich unser Gehilfe richtig schöne Lose gebastelt, ne? Ja, was sagst du denn dazu? Dortmund erst auswärts und dann zu Hause. Ja, man hat gestern gesehen, wie schwer das ist, in Malaga zu bestehen. Porto eine starke Mannschaft, die da natürlich ein bisschen den Nachteil hatte, dass sie dann nur noch zu 10 agieren konnte am Ende und nur noch über Standards Gefahr erzeugen konnte. Porto, ein starker Verein, hätte ich stärker eingeschätzt als Malaga. Eine kleine Überraschung für mich, dass Malaga es geschafft hat. Und du hast Bauchschmerzen oder ist deine... Ja, ist jetzt vom Namen her natürlich das unattraktivste Los, ne? Ah, interessant. Ja, Steffi. Oder nicht? Wir lassen Steffi mal. Aber Malaga. Ja, okay. Reden wir später nochmal drüber. Ich wollte jetzt nur noch sagen. Paris Saint-Germain Football Club. Ja, da wird Steffis Herz auch höher schlagen. David Beckham spielt da. Ne? Heimspiel. Achso, hier bitte. Ja, du okay. Auflegen. Wir dürfen das Prozedere nicht durcheinander bringen. Ja, und wenn sie jetzt alles richtig ist, dann sollte da jetzt natürlich was drin sein. Ja. Genau. 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 Und die spielen natürlich so hoch erst auswärts. Wir bleiben königlich. Real Madrid Club de Football. Ja, Steffi, vielen Dank.
Ja, bitte. Fürs Ziehen. Hat mir viel Spaß gemacht. Du wirst wahrscheinlich Drohanrufe von einigen Vereinen kriegen. Vielen Dank. Beckham trifft seine alte Liebe Real wieder. Ich befürchte aber, dass die FIFA unsere Lose nicht anerkennen wird. So ein Zettel hier. Ja, besonders, weil ich auch im Kopf habe zwischen Bayern und München. Eigentlich müssen wir das nochmal machen, weil... Fußballclub Bayern und danach fängt ein Relativsatz an. München e.V. Der in München angesiedelt. Gut. Ja, also ich bin zufrieden. Alles klar, Klaus Hensel. Ja. Vielen Dank. Nächste Runde gegen Real Madrid.